Vor 14 Jahren fand das erste Treffen dieser Art in Speyer statt. Gemäß dem Motto, erst fingen sie ganz langsam an, aber dann wuchs dieses Event. Waren es anfänglich 10 Leute, Star Wars-Fans aus Deutschland, wurde dieses Treffen zu einem riesigen Fest. Zudem vor Corona bis zu 15.000 Kostümierte nach Speyer kamen. In diesem Jahr waren es 7.000. Ein bunt gemischtes Volk. Die größte Anzahl an Cosplayern sind natürlich aus dem Thema Star Wars. Dann haben wir ganz viele Star Trek-Leute da, super viele Marvel-Charaktere. Das ist ja durch diese ganzen Filme so gehypt, aber auch DC-Comics, Disney-Figuren sind viele da. Wir haben auch ganz viele Leute aus dem Anime- und Manga-Bereich. Also es deckt alles ab oder auch Steampunk. Hier ist ja jeder erwünscht und herzlich willkommen, der Spaß hat am Kostümieren. In Deutschland gibt es rund 15.000, die regelmäßig an Cosplay-Treffen teilnehmen. Den Begriff hat ein japanischer Journalist erfunden. Im Land der aufgehenden Sonne finden auch die jährlichen Weltmeisterschaften statt. Kein Wunder, ist dort doch auch die größte Fanbasis zu finden. Warum Menschen sich wie ihre Idole verkleiden, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Bei manchen ist es tatsächlich das Thema Kreativität. Ich möchte etwas bauen, ich möchte etwas basteln oder nähen. Bei anderen ist es wirklich so was, ich möchte in eine andere Welt eintauchen. Ich ziehe mein Kostüm an, dann fühle ich mich in so ein Stück weit wie mein Lieblingsheld oder mein Lieblingscharakter. Und wenn man mal einmal in diese Community so ein bisschen reingekommen ist und einfach weiß, wie liebevoll hier miteinander umgegangen wird, da ergibt sich das automatisch. Jeder Event ein anderes Kostüm, man überlegt sich das, man trifft sich zusammen zu Bastelgruppen, die machen Fotoshootings. Die meisten Cosplayer sind zwischen 14 und 35 Jahre alt, allerdings gibt es keine Altersgrenzen. Dieses Hobby ist definitiv kein günstiges. Schnell sind einige tausend Euro weg für Kostüme, Perücken oder Masken. Die Community ist in den letzten Jahren dennoch schnell gewachsen, nutzt die Treffen auch für Charity-Zwecke. Viele von den Garrison-Leuten, die gehen auch in Kinderhospizen, zum Beispiel nochmal den Kindern einfach was Schönes zu bieten. Ja, bevor es halt nicht mehr so schön ist, und das ist einfach wichtig. Wir haben auch hier eine Gruppe da, die haben einen rosanen R2-D2, die Katie. Da wird für leukämiekranke Kinder gesammelt, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es geht nicht immer allen so gut. Und wenn dann halt so ein Spider-Man oder ein Darth Vader mal kommt und dann mit Leuten sprichst und wir sammeln für die in die Gruppe und die bringen auch dann die Spende dahin, ist was anderes, als wenn man in Zivil kommt. Und die machen das mit voller Überzeugung und mit großem Herz. Und tanzen können sie auch, zumindest den Karamelltanz, der sich besonders in Japan größter Beliebtheit erfreut.